ausgezeichnet. Udo Dubel aus Kassel. Ganz schön echt, oder? Die Fälschung? Das findet sogar der Meister selbst. Udo Dubel Christian Pietsch hier bei einem Auftritt in Kassel hat vom Original den Ritterschlag bekommen. Udo Lindenberg, den gibt es eben nur einmal. Ein Gesamtkunstwerk. Den zu imitieren ist nicht ohne, hier klappt ganz gut. Und seine Band, die Panikgenossen, haben gerade den deutschen Rock-Pop-Preis bekommen. Ganz nah am Idol. Ist das oder ist das nicht? Ahoi, ihr Experten. Herzlich willkommen in meiner nordhessischen Panikzentrale. Der Udo. Christian Pietsch ist der Udo-Mat aus Kassel. Und das ist ganz sein Ding. Ja, schwuppdiwupp ist er der Chris. Und schwuppdiwupp ist er der Udomat, ja. So schnell geht das, ja. Aber auch so, ne? Mit Bewegung, Stimme und Schlabberlippe hat es der 31-Jährige schon ganz gut drauf. Ein Jahr lang hat der Kasseler Musikschullehrer dafür trainiert. Wenn Christian Pietsch in die Rolle von Udo Lindenberg schlüpft, muss jedes Detail sitzen. Sobald ich die Brille aufhabe, bin ich wirklich in einer anderen Welt. Ja? Und ich verkörper ihn ja nicht nur mit Stimme, mit Mimik, mit Gestik. Ich verkörper quasi seine komplette Einstellung, seine komplette Art, seine politische Einstellung, seine musikalische Einstellung, die er hat, die deutsche Sprache wieder weiterbringen. Und es ist natürlich auch klar, dass Udo Lindenberg nicht auf jeder Schlagerparty läuft wie ein Helene Fischer-Double. Ja? Das war mir von vornherein auch bewusst. Und ich verkörper das, die Musik ist perfekt, Rock'n'Roll pur. Und jetzt auch mit den Jungs hinten, macht es echt Spaß. Die Jungs hat er vor einem halben Jahr als seine Panikgenossen gefunden. Alles erfahrene Musiker aus der Region. Hotel Gude in Kassel ist sozusagen ihre Panikzentrale. Hier proben sie heute unplugged mit halber Besetzung. Denn eigentlich sind sie zu 11 angetreten gegen 125 andere Künstler beim Deutschen Rock-Pop-Preis in Siegen. Da waren sie zum ersten Mal zusammen live auf großer Bühne. Und die 11 haben abgeräumt. Udo Maat und die Panikgenossen haben gleich 2 Preise gewonnen. Beste Tribute Band und beste Rock'n'Roll Band Deutschlands. Ja, hallo Lindenberg. Ich meine, hallo. Der erste Plattenspieler, den ich hatte, hat immer Lindenberg draufgelegen. Jetzt kann man das selber spielen, das macht schon irgendwie Bock. Ne? Das ist schon eine tolle Sache. Und sie grooven sich ein auf Udo Lindenberg. Eierlikör gehört dazu, ebenso die obligatorische Zigarre. Was der echte Udo dazu sagt, Christian Pietsch war bei ihm in Hamburg, Privataudienz sozusagen. Ich wollte eigentlich auch erstmal ein Autogramm haben und habe ihm das dann alles so ein bisschen erklärt. Und so näher das Gespräch war, desto viele Gemeinsamkeiten hat man festgestellt. Ja? Wir haben beide am gleichen Tag Geburtstag, er ist selbst Schlagzeuger. Es war wirklich, wirklich toll. Ja. Und dann hat er halt gesagt, ja, sprech mal ein bisschen und dann singen wir mal ein bisschen was. Und dann hat es auch mal Panko gesungen und ja, war der Hälfte begeistert. Hat mir aufs Bein geklopft und hat gesagt, Junge, mach das. Ja. Der Ritterschlag für Christian Pietsch und seine Panikgenossen. 2019 wollen sie eine 2-Stunden-Show drauf haben und sind schon gebucht für ihre ersten Auftritte. Bis dahin wird an den Wochenenden fleißig geprobt fürs Udo-Projekt und den letzten Schliff. Selbst das sogenannte Udogramm muss dann sitzen. Super coole Truppe, ja, wirklich, ja. Und ich hoffe auch, dass es so ein bisschen zusammenwächst wie eine kleine Familie, wie die Panikfamilie natürlich. Ne? Und das ist super, ja. Sagt's und holt damit ein Stück Rockkultur nach Kassel. Udo Maat Dubel, Christian Pietsch.